Die arteriovenöse Chirurgie oder AV-Chirurgie ist die Chirurgie, die sich damit beschäftigt, Zugänge zu schaffen, dass Patienten eine Blutwäsche erhalten können. Wenn ihre Nieren nicht mehr richtig funktionieren, kriegen sie Dialyse und dazu muss man die Maschine anschließen. Man macht das an sogenannten arteriovenösen Zugängen und hierbei wird in der Regel zunächst mal eine Vene am Arm auf eine Arterie gepflanzt, sodass deutlich mehr Blut durch die Vene fließt. Diese Vene kann dann von den Nephrologen verwendet werden, um Blut abzuzapfen für die Blutwäsche und auch wieder hereinzugeben. Das passiert bei einer chronischen Dialyse dreimal die Woche, deswegen ist es wichtig, dass diese AV-Fistel gut funktioniert.